So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Ich bin Ramses, das ist meine Kitchen. Eigentlich ist es das Schlafzimmer, aber das hat mich gerade an Manns Haulwurf erinnert. Ich bin Manns Haulwurf. Also, ich bin's nicht, aber wer den kennt, der weiß Bescheid auf jeden Fall. Wir wollen heute Joghurt testen, aber nicht irgendeinen Joghurt, sondern Joghurt mit Hanf. 100% legal, steht also auch hier drauf. Ohne berauschende Wirkung. Legal, ne? Ohne berauschende Wirkung. Legal. Wenn ihr die illegalen Sorten wollt, geht mal auf die Ehrmann-Seite. Da könnt ihr auch die verbotenen Sorten bestellen. Wir haben hier einmal, vor allem hier steht es ja nochmal, viel größer. Und hier sieht man das bestimmt auch besser. Wir haben hier einmal Schokohanf, ne? Obwohl ich Schokolade eigentlich nicht so mag. Wir haben Maracuja-Hanf, was bestimmt schon besser schmeckt. Wir haben Feigehanf mit 2 F, also Feigehanf. Und wir haben Hanf pur. Hanf pur, das sieht ja auf jeden Fall komisch aus, genau. Wir ordnen das, eigentlich müssten wir erst das Pure probieren und gucken, wie das schmeckt. Erstmal pur, dann Feige, dann Maracuja. Dann Schoko, obwohl eigentlich sagt man immer das Beste zum Schluss. Jetzt habe ich das Widerwärtigste zum Schluss. Also einmal Almigurt Hanf pur, dann Feige Hanf, dann Maracuja Hanf und am Ende Schoko Hanf. So, das probieren wir jetzt mal. Ich weiß nicht, wieso die überall immer Hanf reinmachen. Demnächst gibt es noch Hanf-Kloberbier ohne berauschende Wirkung. Wie macht ihr immer einen Joghurt auf? Macht ihr den einfach auf oder schüttelt ihr den vorher? Mein Onkel meckert immer, wenn er sieht, dass man einen Joghurt schüttelt, weil der sagt, am Deckel ist so wenig dran und wenn ihr den schüttelt, ist der komplette Deckel immer vollgesaut. Das muss doch nicht sein. Die meisten, wenn die es aber direkt aufmachen, haben oben so eine Wasserflüssigkeit-Ansammlung dran. Das wollen die dann nicht. Wir machen den ersten einfach mal auf, gucken mal hier rein. Der Deckel ist, ja, ist was dran. Hier drin ist auch was, ne? Wenn ich es noch weiter vormache, läuft es bestimmt raus. Sieht ein bisschen flüssig aus. Ich glaube, der ist auch schon einen Monat über die Zeit. Egal. Den lege ich mal hier hin. Da kommt vielleicht der Adi gleich wieder hergerannt. Das ist also jetzt der pure Hanf. Ich höre schon Adi seine Schritte. Wir machen den mal rum, gucken mal, wie der schmeckt, ne? Ja, erinnert mich ein bisschen an. Irgendwie schmeckt es nach Stracciatella, ich weiß nicht warum, aber ich trinke die am liebsten eigentlich immer. Ich mache dann immer den hier. Aber schmeckt nicht nur ähnlich wie Stracciatella, sondern auch eben durch die ganzen schwarzen Punkte hat es auch so eine Konsistenz. Obwohl ich jetzt merke, dass der Nachgeschmack doch irgendwie anders ist, wenn ihr mehr davon esst oder trinkt oder wie auch immer. Kann man aber mal machen. Ist trotzdem, glaube ich, gewöhnungsbedürftig. Wir stellen mal da unten hin, weil der Adi kommt nämlich gleich wieder hochgehüpft. Der hat den einen Deckel jetzt schon weggezogen. Wir nehmen mal den nächsten, wir nehmen mal den Maracuja. Machen den auch wieder ein bisschen rum. Der Adi schlägt den Deckel ab. Der Enbel wird jetzt wieder durchdrehen und sagen, die Katze stirbt, wenn der Milchprodukte isst und so. Laktose, keine Ahnung. Ja, Adi, sehr schön. Wir probieren wieder mal einen Löffel von dem Feigehanf. Schmeckt auf jeden Fall süß am Anfang. Jetzt ist der Adi auf dem Tisch und schlägt in meinem Becher rum. Finde ich, glaube ich, sogar besser, diese Kombination mit dem Süßen noch dabei, diesem Körnigen im Abgang. Aber wir haben ja noch Maracuja. Wenn der Feige schon so gut war,
denke ich mal, kann der Maracuja nur noch genialer sein. Wer isst schon großartig Feige? Wir trinken auch Maracuja-Limo, Maracuja-Saft, aber Feige eigentlich eher weniger. Das müsste also noch genüsslicher sein. Und vom Level habe ich jetzt noch nicht so viel gemerkt. Ist okay, der Maracuja, aber ich glaube, der Feige hat sogar besser dazu gepasst. Diese Kombination aus Feige und Hanf harmoniert einfach mehr als Maracuja. Maracuja eher unscheinbar in dem Moment gewesen. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, Maracuja hat da mehr Geschmack auf jeden Fall. Jetzt aber noch das Schlimmste am Ende, den Schoko, ne? Machen wir auch mal wieder hier rum. Einmal die Pampe rumgerührt, fertig. Ein Löffelchen probiert vom Schokohanf. Ja, und das ist richtig säuerlich irgendwie. Mitten in der Schokopampe, dieses Säuerliche dabei. Aber irgendwie hat das auch was. Aber irgendwie kenne ich das auch von irgendwoher schon. Gibt es auch andere Sorten, die nicht mit Hanf sind, aber auch so ähnlich sind. Also an irgendwas erinnert mich der Geschmack. Ich weiß nicht genau was, aber ist trotzdem besser als ich dachte eigentlich. Ist mal was Besonderes. Ich glaube, der Feige hat trotzdem gewonnen. Der Feige hat am besten gepasst von der Kombination. Aber auch der Schoko geht, wo ich Schoko sonst eigentlich nicht so gern esse. So, kennt ihr die Hanf-Joghurts von Almigurt, von Ehrmann? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr die auch schon mal probiert? Schreibt es mal unten rein. Wenn nicht, guckt mal, ob ihr die noch irgendwo bekommen könnt. Ohne berauschende Wirkung, genau. Wie gesagt, für die Illegalen, geht auf die Airbahn-Seite, guckt da mal. Im Endeffekt haben die da noch was für euch vorbereitet. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.